Reberu und herzlich willkommen heute zum dritten Spieltag in der sechsten Season der VDL. Ja, ganz untypisch heute ohne Maske, liegt einfach daran, dass ich gerade sick bin, aber neben sich von sick durchstarte, sondern quasi zugebombt mit Medikamenten und nasalem Laute hier vor euch sitze, um heute den Kampf gegen die U-Pop Idols, was ja dann im Endeffekt das Team aus Pain und Crowcop ist, zu bestreiten. Deswegen verzeiht, wenn ich erstens weniger rede, zweitens die Maske nicht auf habe. Und drittens, den Hinweis gebe ich aber, seht ihr vielleicht hier schon eingeblendet, wir haben ein Partnership und zwar, da kommt zwar nochmal ein offizielles Video, aber und zwar haben wir ein Partnership mit Holy Energy und schaut da gerne mal auf die Website vorbei. Wenn ihr unseren Code verwendet, Warrior, bekommt 10% Rabatt. Beziehungsweise wenn ihr Warrior 10 bei der Erstbestellung eingibt, sogar 10 Euro Rabatt. Kann ich nur empfehlen. Sieht dann so aus, das gute Zeug. Also ich liebe es. Im Endeffekt es ist mein Kaffeeersatz. Und zwar der gesunde Kaffeeersatz mit Vitaminkomplex und allem, was dazugehört. Also schaut es euch einmal selber an. Vielleicht versucht auch mal ein Testpack erstmal. Die haben vier Geschmacksrichtungen. Fünfte kommt am Freitag, also morgen raus. Und genau, schaut einfach mal vorbei. Vielleicht kommt auf dem Discord-Server von Holy. Und supportet das junge Startup, wenn ihr es könnt, und uns gleich mit. Das nur mal so am Rande. Also, das klingt jetzt wie eine Schleichwerbung, aber ich würde es auch nie machen, wenn ich von dem Produkt nie 100% überzeugt bin. Deswegen schaut es euch einfach mal selber an und dann bildet eure Meinung. Meine ist auf jeden Fall mehr als ein Daumen hoch. Einfach super geil, wirklich. So, jetzt kommt schon zum Match. Ich glaube, ein bisschen Musik tut mir auch ganz gut. Hör ich mal ein bisschen in die Musik rein und starten das Match. Wir haben tatsächlich also ich habe nicht viel Zeit zum Teambuilding gehabt, mal wieder weil Stress und dann Krankheit und hör mir auf. Bringen leider dasselbe Team in der Konstellation wie vergangene Woche mit, allerdings natürlich mit veränderten Sets. Problem ist, das sind quasi die besten, die ich bringen kann, und wir haben meiner Meinung nach immer noch nie genug gegen Swampert und Weezing dabei. Weil wir da auch einfach nichts haben. Drück es mal so aus. Ferrothorn wäre perfekt. Das Matchup. Hätte ich Ferrothorn, würde ich sagen, let's go. Aber halt nicht. Aber wir bringen auch ein bisschen Fun-Stuff mit. Es hängt halt auch wirklich von den Brings ab, was ich am Ende jetzt mitbringen kann. Wir bringen zum Beispiel sowas wie Stealth Rocks mit, weil die Weakness von den Dudes und Dudelin hinsichtlich Rocks ganz schön krass ist. Also wir bringen auch Treiber Rockslide mit. Wohl wissen, dass Walker theoretisch auch White Guard haben könnte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie es nicht bringen. Und das sehe ich wie in der vergangenen Woche und ich glaube Woche davor kaum bis kein Protect spielen. Wäre ideal. Weezing wird mein Gameplan ein bisschen verändern, weil da muss ich extrem aufpassen, wie ich spiele. Tatsächlich sie aber auch. Also das Ding ist, also mit Galar und Weezing würden sie mich quasi ja, torpedieren, aber sich teilweise auch. Es ist, glaube ich, ich habe festgestellt, dass die vor allen Dingen am Anfang viel Druck aufbauen wollen und auch dann relativ schnell Switches machen. Deswegen habe ich die Rocks dabei. Das hängt aber auch von den Brings ab, wie sinnvoll die wirklich sind, weil wenn die jetzt angenommen, die haben Tauros, Klefki, Swampert, Weezing und Dusclops dabei und Hydreigon, dann bringt mir das mit den Rocks halt null, weil dann sind halt die nie dabei, die es abbekommen sollen. Aber wir gucken mal. Ich denke halt, dass die auch sowas wie Freeze-Dry mitbringen, weil das Ding ist, ich persönlich würde vermuten, dass die denken, ich bringe Gastrodon mit, weil Gastrodon hat einfach ein fucking geiles Matchup. Aber wenn du dich dagegen gut preppst, dann hast du Energy Ball auf Obliquavolt, Take Out Pressure mit Incineroar, du hast, ich denke mal, Energy Ball auch auf Seed Bombs oder Grass Knot, auf Swampert, du hast Freeze Dry von dem Glalie. Also ich denke, da gibt es halt Mittel, um das zu countern. Aber gucken wir mal. Also das Matchup ist relativ even, muss ich sagen. Hängt wirklich stark von den Brings ab und von den Calls, die wir machen. Deswegen ist es vielmehr nicht ganz einfach, das hier so zu machen.
Ich hätte zum Beispiel auch gerne Scarf Rotor mitgebracht, da hätte mir der Helping Hand gefehlt. Und ich habe auch festgestellt, dass die ihre Teams, wenn sie offensiv sind, auch ganz gern Bulky mal bauen. Ich habe halt, also am meisten habe ich tatsächlich ein bisschen auch Angst vor Dustclops mit Trick Room und Gravity. Weil Gravity, wenn die die Mons weglassen, die quasi Rocks nie mögen, kann halt krass gegen mich werden, ne? Weil ich habe eine übelste Ground Weakness und dann klar trifft er sich selber auch mit Swampert quasi. Aber das ist, also wenn das Klops voll defensiv ist und Protect vielleicht hat, dann interessiert den der EQ von Badded das Swampert auch nicht mehr. Also ich meine nur, ich muss tierisch aufpassen, weil das kann krass werden, wenn der Gravity kommt. Ich habe quasi across the board eine Ground-Type Weakness, außer not so bulky Mianchao. Also deswegen. Ich habe zwar Taunt mit, aber das ist halt immer so ein Ding, wenn er dann wieder Fake-Out hat. Ich muss dann auch entscheiden, Fake-Out. Wenn Weezing auf dem Feld ist, kriegt er halt relativ safe Gravity oder Trick Room raus. Es ist halt, wie gesagt, schwierig. Das hängt jetzt von Brinks ab, was ich auch liede. Genau, also das Team. Ne, es ist nie. Doch. Wartet. Ne. Okay, irgendwas ist hier falsch. Scheiße. Oh fuck. Irgendwas ist wirklich falsch. Du sollst kein Scarf haben. Das ist das falsche Team? Nee. Das ist nur das falsche Mianchao. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oh shit. Oh no. Warum ist das Mianchao falsch? Ich hab's falsch getradet. Oh scheiße. Oh fuck my doodle. That's not good. Eigentlich war das Mianchao nämlich anders gebaut. Das hatte eine Jetpack für Close Combat mit Fake Out, Taunt und ich glaube Rock Slide. Ach du Kacke. Oh shit. Also wenn ich das hier nicht mal irgendwo nochmal wiederfinde. Ich glaube, das tue ich nicht. Ja, dann so eine so ein Mist. Ach, du kriegst die Doodle nicht zu. Ja, geil. Nun, damit ist quasi meine Trick Room Antwort zerstört. Naja, wir spielen jetzt damit, was wir haben. Okay, dann ja, Sash Excadrill mit Setup, Weakness Policy Setup, Substitute Mimikyu, Pashoberry Rotom, Halb Support, Halb Offensive, mehr Bulky als Offensiv, eine Anti-Elektrobeere, Covignite und ein Zitter-Orb, also Adrenalin-Orb, Aerodactyl. Genau. Ach du Kacke. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, nee. Okay, immerhin kein Dustclops. Ich weiß halt nicht, ob Klefki Trick Room kann. Möglich. Aber Weezing ist dabei. Freeze-Dry hat auf jeden Fall dabei. Er hat die ganzen Flying-Types dabei. Also sind Rocks nicht so krass. Er könnte. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen. Tauros, ja. Kritisch vielleicht. Vielleicht. Ich glaube, ich muss fast tatsächlich. Ich könnte noch was Switch-In verwenden. In bestimmte Dinge. Ich glaube, ich nehme das Switch-In. Ja, da kann gegen Gravity spielen. Ja, dann machen wir das so. Aerodactyl ist tatsächlich eher. Nein, nie Waste, aber nie so gut. Das ist auch so semi. Gegen Taurus kann ich, muss ich den mitnehmen? Jetzt ist ja die Frage, ne? V-Fart oder Skull of Grimson? Ich glaube, V-Fart. Overall besser. Ja.
Ja, müssen wir jetzt gucken. Das ist blöd, dass ich jetzt ausgerechnet das falsche Set auch mit dabei habe. Das ist blöd. Ah, geht. Ding ist halt, wenn es Scarf Taurus ist, was so sein können, oder der eine T-Wave plant. Ungünstig. Die Anti-Elektro-Bär braucht das fast gar nicht. Rex und so, hey. Ja, okay. Kann ich mit leben. Erstmal. So, noch Fokus. Damit ist der Fake Out auch sowieso Waste. Ich mache trotzdem mal Protect. Und ich frage mich halt jetzt. Also ich könnte natürlich coachen. Ich frage mich halt jetzt, dass es Scarf Swampert ist. Ich könnte natürlich Instant Save jetzt einfach one-shotten, ne? Aber da kann auch was reinholen. Clef geht so nicht. Die wechseln halt gern aus, das weiß ich. Ich bin ja Sash, den Zweifel. Ist die Frage, was wechseln sie rein? Jiwi? Glowing Weaving vielleicht? Nee. Das machen sie nicht, oder? Ich gehe trotzdem auf den Slot, auch wenn das ein Auswechsel wahrscheinlich wird. Aber... Okay. So, gucken wir mal. So, safe raus. Wenn jetzt EQ... Das glaube ich aber nicht. Wenn Flipturn, vielleicht Bände Flipturn wieder, wie letzte Woche. Okay. Naja, das war eigentlich ganz okay. Ja. Deswegen haben wir die Rocks mit, aber das Ding ist, es bringt gegen das Team nur so semi was. Taurus. Ja, glaube ein Team, der ist übelst sick, weil dann kann ich mit Kohlignite das dann später machen, weil die haben ja auch keinen Dings dabei. I mean, safe gehe ich in Gunrod. Das Setup. Ist die Frage, ob sie Protect auf dem Ding haben? Das wissen wir nicht. Und wenn er scarft, ist es auch schneller. Aber ich meine, da muss ich jetzt einmal leben, ne? Werden wir gleich wissen. Wenn er scarft ist, ja, werden wir es gleich wissen. Okay. Naja, gut. Vielleicht ist es nicht so schlimm, dass wir Scarf dabei haben, aber nein. Wir müssen ja jetzt eigentlich mal auf Mianchao gehen, oder? Bitte. Das Safe. Was? Es ist auf jeden Fall wieder das Bandit-Set, denke ich. Relativ safe. Ja, ja. Es hätte uns nie so viel Damage gedrückt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und halt wieder was rein. Okay, ja. Das ist okay. Also ich denke, ist okay, weil ich kann relativ safe Iron Defense drücken, I guess. Weil wenn die Flamethrower wäre vielleicht problematisch. Kann auch sein, ich gehe einfach Double up. Ich habe doch fast Full Bulk, ne? Ja komm, wir gehen jetzt Double up in den. Ja, ich double den jetzt einfach. Dann, wenn ich davon ausgehe, dass das Bandit ist, hat es Kill Protect. Alles wird dürfen nicht spielen in der Liga, das heißt im besten Fall kriege ich einen Double KO. Bei Weezing wird auf jeden Fall auf Mianchao gehen. Wenn die Protect drauf haben, wundert mich der Damage Output, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, es ist Flip Turn, nee, Highest Base Damage Attack. Würde mich etwas wundern. Ich weiß auch nicht, warum das Swampert ausgerechnet Rex heißt. Vielleicht weil es mich so wrecken kann. Außerdem ist Swampert extrem nervig für den Rest meines Teams. Also Weezing nimmt mich auf jeden Fall jetzt hier raus. Kann auch sein, er macht... Okay. Warum? Ah, Levitate. Nee, Neutralizing Gas. Jo. Hä? Okay, sehr defensiv. Ulti Flamethrower? Ach, Heatwave. Okay. Ja, wird wehtun.
Bravo. Da wir ja schneller sind, dann ist das ein Jucken. Ein Airballoon? Probably, right? Ich könnte natürlich... Also... sind die jetzt eigentlich locked auf EQ? Die Bodypress müsste jetzt reichen, ja? Bodypress reicht. Protect auf. Heatwave dürfte uns nicht killen, kann auch missen. Da wir E-Sash sind, gehe ich das Risiko jetzt mal nicht ein. Genau. So. Jetzt hoffe ich halt einfach mal, dass die Bodypress killt. So, gut. Dann killt vielleicht die Heatwave jetzt. Aber wir haben Rotom in the back. Insofern ist das nicht so schlimm. Ist auch Double Target jetzt, ne? Das heißt eigentlich. Ja. Kann burn. Cool. Dann kann ich jetzt einfach auf Iron Head gehen. Und auf Iron Head, oder? Ja, weil ich habe ja eh einen Sash. Das heißt, da ist. Können wir jetzt nicht mehr verlieren. So, genau. Hoppt, aber double chance quasi. So. Okay. Naja, das lief ja eigentlich ganz gut, ne? 3-0. Wobei ich halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dasselbe jetzt nochmal machen. Ich vermute es Bandit Swampert. Ich denke mal jetzt auch, dass die Klefki gehen. Oder gleich tatsächlich Klefki mit Weezing. Das ist echt, es ist tricky. Dann sind sie aber wiederum Excadrill sehr ausgeliefert. Also ich habe übrigens gesagt, auf jeden Fall, good game, also no Hex, no Fun, also an euch, es tut mir leid, ich bin ein bisschen, wie gesagt, durch die Erkältung ganz schön off the course, wie man so schön sagt. Erbelun, ja, habe ich ja fast schon gesagt, ne? Das ist nämlich das, was ich vermutet hatte, dass die Erbelun dort noch spielen, dass sie es reinwechseln können im Zweifel in den EQ. Das hatte ich nämlich tatsächlich davor schon vermutet, dass die Neutralizing Gas reinbringen in den Incineroar Slot. Und dann EQ drücken. War meine Vermutung. Wäre eigentlich der perfekte Play gewesen, wenn man ehrlich ist. Weil hätten sie nichts verloren. Ich werde auf jeden Fall den Angriff gleich droppen, denn ich liege mit Corviknight. Knight. Wenn die nämlich mit. Aber das Ding ist, ich verliere nie zwingend was dadurch, weil ich kann immer noch Feint drücken, ich kann Coaching drücken, ich kann Knock-Off drücken. Wie gesagt, ich fühle halt Aerodactyl nur so semi. Leider. Wäre halt gegen die anderen Mons, wie zum Beispiel Bravery und Vikavolt und Glalie durchaus auch noch sinnvoll gewesen. Glalie, denke ich, ist nur für... Ist vielleicht... was ist dabei? Man weiß es nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Corviknight halt liegen. Ich brauche halt immer Switch-Ins, das ist der Punkt. Ich meine, ich verliere wirklich nichts, ich mache den Lead einfach genauso. Klar, es fällt dann in der Fokus weg, wenn er mit dem Weezing ankommt. Aber ich muss, das Ding, ich muss tierisch aufpassen, ne? Weil der Earthquake plus Heatwave countert recht viel von meinem Team. Das muss man auch ehrlich gestehen. Und wenn ich meinen Disguise verliere, ist auch nicht so sick. Muss ich auch sagen, weil es ist doch Bandit Swampert, der ballert halt schon ganz schön viel weg. Deswegen, ich... es ist super schwer, ne? Es ist wirklich super schwer. Mimikyu fühle ich halt eher nur so semi. Ich kann auch sagen, die lieben dasselbe. Ich habe halt die Vermutung, dass, also ein Double Intimidate wird, bringt dir halt nichts. Die Frage ist, ob sie, also Klefki sehe ich halt komplett. Würde mir vielleicht die Chance geben, dann aber ein Setup rauszubekommen. Das ist so die Hoffnung. Im Zweifel kriege ich auf jeden Fall Coaching raus. Das heißt, plus 1 Attack, plus 1 Death. So, Klefki ins Raw kennt man. Ich bin auch einer der wenigen, das möchte ich dazu sagen, die gesagt haben, Klefki ist ein gutes Mann. Als es gedraftet wurde. So, genau, Mirror Armor ist mir dann ganz cool. Schön Attack gedroppt. So. Und jetzt hängt es ab. Also, ich mache jetzt auf jeden Fall
Ich bulk ab. So. Und ich könnte auf Coaching drücken. Aber ich mach den CC. Trotz allem mach ich den CC. Ja gut, bringt ja nichts. Boah, Crits, ne? Ja, ist trotzdem raus. So. Gut. Das interessiert mich jetzt nicht. Also wenn Mancharit stirbt, hey, I don't care. The Dazzling Beam, ja. Interessiert mich halt null. Erstmal interessiert es mich null. So, Bulk ab. Bum 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 bum. Das war gar nicht so schlecht. So. Problem ist, Swampert. Wir wissen, dass es physisch ist, aber wir sind halt sashed. Das heißt, im besten Fall kriegt man trotzdem einen Angriff raus. Und Lukas ist Glalie. Hm. To be fair, not the worst matchup to be in, right? So. Die Frage ist, soll ich jetzt wirklich für Spirit Sense gehen? Was wird Glalie tun? Explosion? Hat Klefki was, um Excadrill zu threaten? Ich weiß es nicht. Ist es Screens Klefki wieder? Oder kannst du. Ich weiß es halt nicht. Wisst ihr was? Ich riskiere es trotzdem jetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass Glalie mich killen kann. Außer Helping. Also, ich bin zashed. So. Die Frage ist halt, wer ist schneller? That's the question. Aber das Gute ist, ich kann dann immer noch protecten in nächster Runde. Falls mir irgendeine Situation hier so gefällt. Weil mit Covid-Night muss ich jetzt erstmal dealen. Bin ich gespannt, was kommt. Mit Ru. Jetzt bin ich gespannt. Scheißdorf. Lumberry. Okay. Aber heißt es denn nicht, dass ich jetzt mit einem Scarf. Also ich bin doch jetzt erst nächste Runde gelockt, richtig? Das heißt, ich bin jetzt. Oder? Ist doch so, ne? Warte, was? Oh, der hat denen einen Scarf gegeben. Okay, das ist sick. Das ist sick. Dann müsste der ja schneller sein als alles, was jetzt auf dem Feld ist, oder? Ja, ich dachte, das ist auf Excadrill gegangen. Das wäre halt irre gewesen. So, was kommt rein? Okay, fuck. Are you sure about that? Prankst du es damit auf jeden Fall weg? So, jetzt muss ich noch hitten. Okay, geil. Ist okay. Ist okay. Damit ist aber Rotom hat das Match gewonnen, wenn ich jetzt die Seite wegbekomme. Ja, Rotom hat das Match gewonnen. Weil Overheat killt halt safe Klefki. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Swampert war halt so quasi the most threatening thing. Das Ding ist sowas von durch. Weil wir sind auch bulky Excadrill. Ich meine, im Endeffekt hat es dieses missglückte die Menschheit dann doch mal gerissen. Ich meine, ich verliere halt nichts, ich bin halt auf plus 2, ich könnte auf plus 4 jetzt gehen, mache ich aber nicht, ich greife jetzt einfach Sakura an. Wenn die Sets, die ich geplant habe, gingen halt nicht wirklich auf, weil, also mit Mimikyu und Aerodactyl, aber der Rest zumindest funktioniert. So, ich bin halt immer schneller als Klefki. Das ist halt solide Schaden, ne?
Ist aber nicht. Die, hat einen Fake, die haben einen Fake-Out-Crit bekommen. Durch Namen. Das Scarf auf Exit wäre halt auch an sich nicht schlimm gewesen, weil er ist ausgewechselt. Wäre auch okay gewesen. So, bam, boodle. So, GG. Dann, ja. 2-0 mit 3-0. Wobei man sagen muss, wie gesagt, das, die, also das sah jetzt ein bisschen deutlicher aus, als es am Ende war. Ich habe mir halt auch die Matches von denen angeguckt und meist war es so, die gehen halt relativ all offense. Und Incineroar Klefki, das bringen wir 100%ig safe mit Swampert, weil Swampert sieht scheiße sick aus und Neutralizing Gas Weezing auch. Wenn die im ersten Game den CC gerochen hätten und Weezing reingewechselt hätten in den Incineroar Slot, hätte sich ja auch Neutralizing Gas aktiviert. Dann durch den Avalon hätten sie ja quasi hätten sie zumindest das mit EQ oder Flipturn des Mientia rausgenommen, dann wäre es anders ausgegangen. Weil dann hätte ich Probleme gehabt, Tauros und Zero wegzubekommen, da Mientia jetzt quasi einen Free Turn bekommen hat. Ich finde es halt irgendwie schade, weil das Glory Weezing hätten sie das gut eingesetzt. Puh, das wäre mega sick gewesen. Also gerade gegen Mientia ist das halt extrem sick. Weil die hatten sie jetzt auch wieder dabei. Und ich verstehe nie, verstehe wirklich nicht, warum sie es nicht einfach reingewechselt haben. Ich meine, in CC kannst du das safe reinwechseln. Und Korrigan macht halt ohne Setup nie so viel Damage. Das wundert mich echt. Aber ja, sei es drum. Ist halt wie es ist. Der Fake Order habe ich auch nicht ganz verstanden, weil in der Focus hat sie auch angezeigt, ne? Also außer sie wussten die Fähigkeiten ja einzuordnen. Aber schützt halt vor Fake-Out so, ne? Das, ich hätte jetzt eher erwartet, dass die, wenn dann Covid-Net Fake-Outen, beziehungsweise habe ich erwartet, tatsächlich, dass die, wie gesagt, rauswechseln. In Glady ging ja nie, aber in Galarian Weezing wäre gegangen. Und dann der sind Gleam drücken. Und dann wäre ich halt gelockt gewesen. Dann hätte ich entweder entscheiden müssen, wechsle ich raus. Oder gehe ich den CC auf Klefki. Ja, also es wäre dann noch nie vorbei gewesen, aber es, also GB war halt der safe Switch in synergiemäßig in Close Combat. Und natürlich habe ich es gedrückt, weil ich mir dachte, ja, YOLO, ne, weil ich meine, die sind halt gezwungen, was zu tun. Aber dass es dann nie gemacht haben, finde ich crazy, weil er macht halt schon scheiße Schaden, ne. Bombard war wieder full defensiv, habe ich das Gefühl gehabt. Und eigentlich hatte ich scheiße Angst davor. Und wenn das, wenn die Konstellation auf Speed Game anders gewesen wäre, wäre es eng geworden. Also not gonna lie. Das hätte echt scheiße eng werden können. Und wie gesagt, vielleicht probiert nächstes Mal gegen mich Gravity aus. Gravity, Trick Room, Dustlops mit Will-O-Wisp. Uff. Der schaltet quasi meinen ganzen Kader sowas von ab. Wirklich. Ohne Scheiß. Mit Swampert dazu. Also, da habe ich fast keine Chance mehr durchzukommen, weil, also wirklich nicht. Ich bin recht viel physical gewesen. Wie will ich dann mit Gravity Up und einem Bandage Earthquake zum Beispiel, was will ich da noch machen? Da kann ich nicht viel machen. Also das ist, ja, wäre so eine Counter-Threat gegen mich, die komplett krass wäre. Aber trotzdem GGs an beide. Kann mich zumindest jetzt erstmal wieder ein bisschen erholen, hoffentlich. Muss dann auch mal Tabletten schlucken und dann geht es weiter. Und ja. Vitamine, sag ich immer. Guck mal, wie süß der Hai ist. Nicht entzückend, ich finde ihn entzückend. Ja, insofern, ja, GGs. Vielleicht war es einfach ein schlechter Abend. Kann auch sein, einen schlechten Tag gehabt oder sowas, weil prinzipiell das Team an sich, was ihr mitgebracht habt, war gut. Und ihr habt garantiert Gastron erwartet. Und würde ich vermuten, weil ich hätte es auf jeden Fall eigentlich mitbringen müssen, aber ich dachte mir, ihr preppt euch so hart dagegen, dass das nichts bringt. Aber naja. Wenn man sagen muss, Bandit Flipturn macht ja mit Neutralizing Gas auf dem Feld, da ja Storm Drain deaktiviert wird, extrem Damage. Aber hey, okay. Also ich nehme es, ne? Die Tabellenführung nehme ich natürlich gern. Insofern gehabt euch wohl. Felix ist raus.